ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Damla Hekimolo. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist am Donnerstag an die Opfer der Flutkatastrophe vor einem Jahr erinnert worden. Bundespräsident Steinmeier betonte bei einem Gedenkgottesdienst den Zusammenhalt und mahnte zugleich weitere unbürokratische Hilfen an. Durch die Fluten nach tagelangen Regenfällen waren im Ahrtal und an der Erft mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Herr Steinmeier, danke, dass Sie das Ahrtal nicht vergessen. Habe ich versprochen. Zuspruch von Bürgern, bevor sich der Bundespräsident die Lage im Ahrtal schildern lässt. Von Kommunalpolitikern, Betroffenen und Helfern. Wenn man nicht tagtäglich hier ist, kann man sich vieles gar nicht so vorstellen, wo die Probleme liegen und dass die Probleme so vielseitig sind. Das heißt, für die Menschen, die selbst nicht in der Lage sind, die große Aufgabe des Wiederaufbaus zu bewerkstelligen, da muss es Unterstützung geben. Der Jahrestag heute bedeutet aber vor allem Gedenken an die 134 Toten hier im Ahrtal. Auch wenn man sich alleine fühlt, niemand muss alleine sein in seinem Schmerz und in seiner Trauer. Der Bundeskanzler nimmt still an der Gedenkfeier teil, will zeigen, dass die Politik das Ahrtal nicht vergisst. Glockenschläge gegen das Vergessen der 49 Verstorbenen in NRW. Gedenken in der Herz-Jesu-Kirche Euskirchen. Betroffene, Helfer, Verantwortliche. Mit dabei der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst und auch hier Bundespräsident Steinmeier, der fordert: Wir müssen jede, aber auch wirklich jede Anstrengung unternehmen, um die Folgen des Klimawandels zu bekämpfen. Und wir müssen viel umfassender Vorsorge treffen. Viele hoffen sehr auf einen besseren Katastrophenschutz und auf bürokratische Hilfe. Für uns als kleine Stadt mit 60.000 Einwohnern ist die Unterstützung durch Bund und Land besonders wichtig, weil hier wirklich sehr, nicht nur finanziell, weil hier jede Menge noch bewegt werden muss. Damit nach dem Wiederaufbau eine solche Katastrophe nicht noch einmal passiert. Das iranische Atomprogramm war das bestimmende Thema am zweiten Tag des Israel-Besuchs von US-Präsident Biden. Man werde nicht zulassen, dass der Iran in den Besitz einer Atomwaffe gelange, sagte Biden in Jerusalem. Zusammen mit dem neuen Premier Lapid unterzeichnete er eine entsprechende Erklärung, die auch Kooperationen bei Verteidigungsprojekten und Technologien vorsieht. Die alte Stadtmauer in Jerusalem leuchtet am Abend. Ein klares Signal, der Besuch des US-Präsidenten. Es ist nicht nur ein Treffen unter engen Verbündeten, es ist ein Treffen unter Freunden. Und der Beginn einer neuen strategischen Sicherheitspartnerschaft, verbunden mit einer Kampfansage gegenüber dem Iran. Wenn Iran weiter an seinem Atomprogramm arbeitet, ist Gewalt das einzige Mittel der freien Welt, ihn zu stoppen. Die Vereinigten Staaten unterstützen das israelische Militär derzeit mit 38 Milliarden Dollar bis zum Jahr 2028, um die Verteidigungsfähigkeit des Landes sicherzustellen. Wir werden den Iran niemals in den Besitz von Atomwaffen kommen lassen. Das ist ein elementares Sicherheitsinteresse von Israel und den Vereinigten Staaten. Ich sage sogar der ganzen Welt. Der iranische Präsident reagiert ungehalten auf diese Ankündigung und besteht auf dem Recht seines Landes, das zivile Atomprogramm auszubauen. Wie oft soll ich es noch sagen? Mit diesen Gewaltandrohungen erreichen die Vereinigten Staaten nichts. Der Iran lässt sich von den Amerikanern nicht einschüchtern. Auszeichnung von Präsident zu Präsident. Am Abend bekommt Biden den höchsten Ehrenorden des Staates Israel verliehen für seine mehr als 50-jährige Freundschaft. Morgen will er weiter nach Saudi-Arabien reisen. In Italien droht die Regierungskoalition von Ministerpräsident Draghi zu zerbrechen. Nachdem die mitregierende Fünf-Sterne-Bewegung eine Vertrauensabstimmung im Senat boykottiert hatte, reichte Draghi seinen Rücktritt ein. Staatspräsident Mattarella lehnte das Gesuch am Abend ab. Stattdessen soll Draghi dem Parlament nächste Woche Bericht erstatten. Die Auszählung, die Italien in die Krise stürzt. Vertreterinnen und Vertreter der Koalitionspartei Fünf Sterne boykottieren eine Abstimmung heute im Senat. Regierungschef Draghi sieht das als Vertrauensentzug für seine Einheitsregierung.
Fünf-Sterne-Chef Giuseppe Conte, Vorgänger von Premier Draghi, hier Bilder bei der Amtsübergabe, sieht sich in der Regierung bei sozialpolitischen Themen zu wenig berücksichtigt. Seine Bewegung hat in den letzten Monaten stark an Zustimmung verloren. Die Spannungen in der Regierung nahmen immer mehr zu. Die Lage ist schon lange eine zerbrechliche. Man wusste nur noch nicht, wann es zum Bruch kommt. Und jetzt ist es soweit. Am späten Nachmittag reichte Ministerpräsident Draghi seinen Rücktritt ein. Er hatte nur weiter regieren wollen, wenn alle Regierungsparteien ihn unterstützt hätten. Präsident Mattarella lehnte das Rücktrittsgesuch am Abend jedoch ab.